Ja, Kannst du hier. Abel, mir dann streich dir mal wieder die Hälfte der ASP. Habe ich schon gemacht. Gut. So ein 7 für die Hälfte. Die Segel fallen zumindest runter und ihr bewegt euch. Diese Runde, du merkst, wie du, während sich das Schiff bewegt, mitgeschliffen wirst. Du rutscht auf dem Boden schwerfällig in Richtung Heck, wirst entlang gezogen, als ob du an der gleichen Stelle stehen bleibst. Angst ergreift dich. Oh. Ja, ich versuche, mich so zu positionieren, dass ich irgendwas Schwerem in den Weg rutsche, Mast oder irgendwie sowas. Du merkst gerade, wie du an dem Mast vorbeigerutscht bist und mit unaufhörlicher Geschwindigkeit, das Schiff ist da gnadenlos, jetzt wo wieder Wind in den Segeln ist, du rutschst gerade nah bei mir vorbei und auf die Tür zu. Gibt's irgendwas zum Festhalten? Wenn, dann würde ich mich festhalten. Sehen wir sie vorbeirutschen? Können wir darauf reagieren? Ja. Aber mir greift die Hand. Fingerfertigkeit, Körperkraft? Fingerfertigkeit, beide Fingerfertigkeit. Oh, wow. Hey, ich bin heute echt fertig mit den Fingern. Kannst du sogar richtig gut. Ja, du versuchst nach ihr zu greifen, du erwischst sie, dann merkst du, wie schwitzig die Hand von Isarun ist und sie gleitet dir aus den Fingern und unaufhörlich siehst du, wie sie mit weiterer Geschwindigkeit dann gegen die Tür stößt, donnert. Oh, schauen wir mal nach. Ist auf alle Fälle nicht so schnell gewesen, aber ich gebe dir trotzdem mal Sturzschaden, weil du gerade in einer anderen Dimension quasi gestürzt bist. Sind 5 TP, sind aber nur TPA. Ist also nicht so viel, sind nur 3 SP. Du brichst so durch die Holztür durch und stürzt dann immer noch mit deinem Schild aktiviert gegen die Heckwand. Holz knatscht. Ich würde mal dahin rennen, wenn, sobald ich bemerke, dass dieser Hund durch die Türen bricht. Kannst du dein Gardian umfallen lassen? Wenn sie Zauberkontrolle hat, ja, jederzeit. Kann ich schon, aber das ist ja jetzt nicht gerade hilfreich. Oder? Ansonsten reißt es hier gleich ein isokronförmiges Loch in die Heckwand. Du Ach, merkst, wir halten die wie fest. weiter Trägheit von dir ergreift und ein achtgehörnter Dämon an deiner Seele zerrt. Der hat Sitzt immer noch auf der Kugel. mehr Körperkraft als du. Ja, Das das glaubt stimmt er. wohl. Ja, also ich Die muss mich Luft ja wird dir dann aus halt den Lungen gedrückt. von meinen Empfindungen leiten lassen, wenn ich merke, dass der Raffi mich auch nicht ziehen kann. Ich würde es auf jeden Fall probieren. 11 Ausdauerschaden. Kann ich versuchen, Isarun da wegzuziehen von der Wand? Ich würde es einfach mal probieren. Du willst dich also mit beiden Beinen an die Heckwand stellen und ziehst und zurrst dann, umschließt dann mit deinen riesigen Pranken ihren kleinen Körper, versuchst ihn Genau. dann so ein bisschen zu tragen und du merkst, wie unglaublicher Zug in deine Beine geht und du jetzt quasi ja, irgendwas aus deinen Knien anheben musst. Du merkst auch, wie weiteres Holz splittert und die Heckwand weiter an dein Bein einbricht. Dann gibt es einen kleinen Ruck und deine beiden Beine brechen durch das Holz durch. Du merkst, wie Rafim irgendwas vor deiner Hand macht. Tu was? Und weiterhin ist alles still. Nicht einmal den Ja. Regen könnt ihr hören. Isarun beißt die Zähne zusammen, stößt einen lautlosen Schrei aus und lässt den Zauber fallen. Du bekommst ein weiteres Mal 7 Ausdauerschaden. Lässt den Zauber fallen. Das Meer schwappt wieder weiß über euch zusammen. Viele kleine, Abertausende von Spinnen, die jetzt rot flunkelnd durch den aufgelösten Schild zu Boden segeln und sich auf das Schiffsdeck. Ja, teilweise nicht alle, aber einige, die schon weiter nach oben geklettert sind, die jetzt langsam runtersegeln. Und dann auf dem Deck aufschlagen. Dann wird das Schiff unglaublich schnell jetzt wieder von den Winden gepackt. Iseron spürt jetzt nicht mehr diesen Druck und ihr sackt jetzt beide zurück. Rafim steckt immer noch mit seinen beiden Beinen in der senkrechten Holzwand, sodass er jetzt so ein bisschen mit seinem Rücken nach unten durchhängt. Und Iseron rutscht dann einfach an ihm herunter. Ja. Ja, ich würde mal versuchen, meine Beine aus der Wand zu ziehen. Ich versuche nochmal Isarun auf Attack anzusprechen, aber ich merke vermutlich, dass du keinen Attack sprichst. Scheiße, das kannst du vermutlich nachlesen.
Mittlerweile an Deck könnt ihr sehen, wie sich die Spinnen nicht nur auf den Segeln niederlassen, die dann so kleine Fünkchen von sich geben. Und ihr könnt sehen, wie kleine schwarze Löcher in den Segeln stehen und auch auf den Planken. Und jetzt die Mannschaft versucht, sie auszutreten. Weil ich das sehe, beginne ich mit einem Elementarbann Zone. Und zwar Elementarbann Feuer. Gut. Treiben wir den Achtgehörnten. Es ist immer noch alles still. Ihr seht die Schreie. Aber ihr hört sie nicht. Schauen wir mal. Ich hab die Erschwernis jetzt falsch eingetragen. Ja, so eine plus 3, keine minus 3. Plus 3 nicht. Reicht trotzdem. Minus 3. Reicht trotzdem. Ja. Gut. Dann 27 ASP abziehen. Geht natürlich ganz schön in den Vorrat rein. Ja. Das ist egal, ob das dämonisches Feuer ist oder elementares, ne? Es steht nur Feuer da, also. Mhm. Ja, da könnt ihr sehen, wie die roten Spinnen nur noch schwarz werden und nichts weiter passiert. Die kleinen Brandlöcher in den Segeln und auch die, na gut, die Planken haben noch kein Feuer gefangen. Die sind natürlich irgendwie mit Teer bestrichen und so weiter, dass das Ganze dann auch von Wasser und sowas geschützt ist. Aber viele weitere Spinnen, die jetzt ausgetreten werden müssen, haben zumindest ihre rote Farbe verloren. Und sie sind natürlich immer noch in unglaubliche Anzahl auf dem Schiff und klettern an euch hoch und versuchen, ja, nicht unbedingt euch zu beißen. Sie sind halt nicht mal so groß wie eine Fingerkuppe, aber sie sind viele. Und sie klettern auf euch herum. Hat irgendjemand Angst vor Spinnen? Hast du mir vor langen, langen Jahren ausgebildet. Völlig zu Recht. Gut. Ihr könnt euch also gemeinsam jetzt mit dem sehr hilfreichen Feuerband daran machen, die Spinnen nach und nach auszutreten. Und dann legt sich auch irgendwann der Silenzium, wird dann wieder aufhören, sodass ihr nach Luft schnappen könnt. Auch wenn ihr die ganze Zeit Luft bekommen habt, aber dieses Gefühl, ihr konntet nicht einmal das Blut mehr in euren Ohren hören, einfach nur ein Gefühl von Verlorenheit, was euch einfach verwirrt hat, was euch einfach geängstigt hat. Scheiße, 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 Arme mir! Ja! Darüber, ich zeige an die Reling. Aber ja? Darüber sieht man die Salzschlieren noch. Aktuell nicht mehr. Fluch, der waren diese Wurzelzeichen. Ihr wisst schon welche. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie auch nicht mehr sehen, aber wenn ihr es sagt. Hatte die Augen offen. Er meine Dämonenarche in der Nähe. Ja, ich halte die ganze Zeit schon sehr aufmerksam Ausschau, wie ich eine Arche sehe. Isarun, habt ihr diesen Stille-Zauber gewirkt? Nein, das war ich. Warum? Weil ihr alle am Lamentieren wart und bevor dieses Ding uns angegriffen hätte, dachte ich, es ist sinnvoller, wenn die alle verstummen. Es wäre sinnvoll gewesen, bevor er uns entdeckt hätte, aber das war schon danach. Nun, außerdem habe ich dafür gesorgt, dass uns diese Spinnen nicht Löcher in die Planken brennen. Das war in der Tat sehr hilfreich. Wieso spricht keiner von euch? Verdammt nochmal, Attack! Gute Frage. Weil wir keine Gauner sind. Was ist das? Attack? Spricht ihr dir auch keinen Attack. Ihr zeigt es. Also wirklich? Bist du der Einzige, der mal in einer Militäreinheit gedient hat? Ich habe auch in einer Militäreinheit gedient, aber... Und ihr habt euch ohne Attack verständigt. Mit militärischen Handzeichen. Natürlich. Also ich habe Sumo gedient. Das ist überhaupt nicht hilfreich, Boltax, aber danke. Wenn wir jetzt Sorgern sind, nehmen wir uns einen Tag und bringen euch das allen grundlegend bei. Wo ist denn jetzt diese verdammte Dämonenarche, von der der Kapitän gesprochen hat? Habt ihr die gesehen? Die sollten vielleicht immer noch auf unsere Tonlage achten. Ein bisschen ruhiger. Nur so als Idee. Die Zeichen sind fort. Ich nehme an, wir haben ihre Spur passiert. Wenn wir Glück haben, findet sie uns nicht. Also die Augen offen. Schlimmer als ein Albtraumgewitter. Psst. Boltax, nächstes Mal, wenn ihr den stille Zauber wirkt, fragt vorher bitte. Ich will zurück nach Jolgorbak. Das war viel schöner da. Was? Captain Rafim! Oh. Ist das hier unsere gewöhnliche Route? Ja, Sidi.
Können wir, können wir einen Bogen schlagen? Sagen wir 30 Meilen ostwärts. Ostwärts? Auf die See? Ein wenig. Ich fürchte, dass vielleicht eine Dämonenmarche genau auf der Route sitzt. Ihr Landratte. Könnte ich nach draußen auf die offene See? Das ist die einzige Passage, die irgendwie möglich ist. Kapitän, sagt noch einmal, wo habt ihr diese Schlieren gesehen? In welche Richtungen und woher kamen sie? Ich kenne mich mit denen nicht aus, ich habe nur die Salzkruste gesehen, deswegen dachte ich, das ist etwas Wichtiges. Zumindest findet man immer oben Trümmer oder so etwas herum, diese Salzkrusten. Nicht einmal mehr Schiffe sieht man, aber diese Salzkrusten bleiben. Ja, der Kollege sagte gerade, dass sie ihm bekannt vorkommen. Habe mir? Ist doch ja, so. Wir haben sowas Ähnliches schon mal gesehen, vor langer Zeit. Und nun ja, man sollte sich in Sicherheit bringen, wenn man diese Wurzelzeichen sieht. Keine Sicherheit auf der blutigen See. Nun, dann sollte man zumindest die Segel setzen, um die sie nicht raffen. Es geht darum, dass wir leise sind, wenn der Vatareor kommt. Das hat uns nicht besonders viel geholfen. Hättet ihr nichts getan und wären wir leise gewesen, dann hätte er auch, zuckt mit den Schultern, uns in Ruhe gelassen. Hofft ihr. Wir sind alle noch am Leben, oder ist das nicht? Das ist selber eine gute Sache. Soll der Mann auch machen, außer hoffen. So. Zumindest hat das bei meinem Cousin hat das geklappt. So. Er hat mir erzählt, dass sie ruhig waren und die Segel gekappt haben und er hat sie nicht angegriffen. Hatte euer ich fürchte, das wir hatten schon vorher gehört. Hat euer Cousin zufällig diese rote Flagge oder Segeltuch gesetzt, zufällig dabei? Das, ich glaube, das ist einem Dämon egal. Nicht allem. Aber ja, prinzipiell habt ihr recht. Nun, lasst euch gesagt sein. Diese Dämonen hören nicht, wie wir sie sehen im Astralraum. Und es ist völlig egal, ob ihr leise seid oder nicht. Haben diese Segel vielleicht einige Sigillen oder sowas im Astralraum? Möglicherweise. Und dieses, das ihr habt, wohl auf keinen Fall mehr, so wie es aussah. Wenn ihr nächstes Mal einen Dämon seht, setzt alle Segel, die ihr habt, und flieht so schnell ihr könnt. Okay, dann. Und ersetzt euren Bordgeweihten. Ja, wie gesagt, er ist vor kurzem gestorben. Zuckt mit den Schultern. Capitano Raffin. Ja. Ihr schuldet uns einen Gefallen, nicht wahr? Ein Gefallen für einen Gefallen, aber. Ich lächle ihn an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er uns wegen euch angegriffen hat oder wegen euch na, nicht. Na. Redet euch nicht heraus. Ihr werdet jetzt tot ohne uns. Also gut, Effendi Magister, dann habt ihr einen Gefallen. Gut. Bei Magister ja, Morene stehe ich also in der Schuld. Es gibt schlimmere Leute, um Schulden bei ihnen zu haben. Dann schlag da mal die Wachglocke. Ich glaube, die nächste Wache beginnt. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Bing, bing, bing. Also wer ist jetzt dran? Ich glaube, ich kann noch mal schlafen, oder? Ja, ich glaube, ich bin jetzt dran. Viel Spaß, Boldax. Lass dich nicht ärgern. Und am besten nicht umbringen. Ja. In der Reihenfolge. Die zweite übernehmen. Gut, dann viel Erfolg. Einen weiteren W20 von der Wache, bitte. Ich drücke Jana mein Fernglas in die Hand. Ich würfel dann auch mal. So, ich hab... Egal, ich hatte auch 8. Ja, dann könnt ihr beide eine Sinnenschärfeprobe würfeln. Zählt hier Dämmerungssicht? Zählt hier das Fernrohr? Das Fernrohr. Nein, beides nicht. Ja, okay. Aber Gehör würde zählen. Och, was denn heute los? Würfel. Jetzt gerade, wo ihr die Chibis nicht habt. Erlan verbringt zu viel Zeit damit, durch das Fernrohr zu schauen und sieht deswegen nichts. Voltax, du hast dich mittlerweile so ein bisschen an das Schiff und das Schaukeln gewöhnt. Der Wind ist nicht unbedingt schneller, beziehungsweise bläst nicht so unbedingt stärker hinein.
Es regnet. Du merkst oder du spürst eher ein ungutes Gefühl in deinem Bauchraum. Ihr seid zu schwer. Seit so ungefähr 2, vielleicht 3 Stunden guckst du ein bisschen auf die Wasseroberfläche, die gischt. Die Gischt wird weniger, das Schiff wird langsamer. Obwohl ihr nichts an den Segeln getan habt und obwohl der Wind weiterhin bläht. Ja, Lan. Du bist doch schon häufiger auf dem Wasser gewesen, oder? War das andere Mal. Was gibt es? Irgendwie werden wir langsamer. Das normal? Ich schau mal zu den Segeln hoch. Stehen die noch im Wind? Wie eh und je. Ich hab auch keine Befehle, die anderes gelautet haben. Fahr ich nochmal über Bord? Hast du Aberglaube? Natürlich nicht. Ich glaube nur an rechte Dinge. Vor allem nicht daran, dass der Zwerg immer schwerer wird. Genauso fühlt es sich an. Werden schwerer. Und ich versuche ihn nicht unbedingt hochzuheben, dafür werde ich nicht Kraft haben. Aber ihn mal ein bisschen anzuheben. Du fühlst dich auch nicht anders an. Ich bitte dich. Entweder haben wir Wasser unterm Bug oder ungebetene Gäste. Oder beides. Und wir sehen uns das an. Unbewusst tastest du gerade an deine Bauchregion, an deine Brust. Du denkst wieder zurück an die Szene, wo du mit Myria vorne im Kanonenraum der Seeadler standest und ihr mehrere Splitter von diesen widerlichen, schleimartigen Kreaturen in den Bauchraum gestoßen worden sind und die das Gift in den Leib wirkten. Das ist auch mein Gedanke gerade. Im Vorbeigehen zeige ich mal auf 2 oder 3 Matrosen, wenn die hier stehen. Hier, ihr beide, nehmt euch eine Waffe und kommt mit. Ja, Fendi. Hier ist mal Unterdeck. Es gibt nur ein Unterdeck, ja? Es gibt nur ein Unterdeck, ja. Also das erste ist wohl irgendwie sowas wie eine kleine Verwaltung. Du kannst dahinter dann noch die Küche, die Kombüse mit irgendwie widerlichem riechenden Fett riechen. Und dann eine kleine Tür nach links weg, wo du dann die Hängematten vorfinden würdest mit der Ziege. Und eine weitere Tür dann durch diesen Raum hindurch, wo es dann zu einem weiteren Lagerraum geht mit einer kleinen Bilge. Erstmal geht's dann hinab, auch kurz einen Blick in die Küche. Wir haben hier kein Wasser eingenommen, richtig? Kein Wasser. Dann werden die beiden Matrosen mit einer Handbewegung nach links geschickt. Wollt ihr nicht genau nach rechts? Was ist denn eine Bilge? Bilge ist das ganz vorderste Teil, die Bugraum, wo sich schmieriges Wasser sammelt. All das, was irgendwie aufgenommen wird und ja, was nicht wirklich als Stau- oder Laderaum zur Verfügung steht. Dann wird mit wenig Rücksicht auf die anderen Schlafenden in diese Tür aufgestoßen. Der unterste Raum auf einem Schiff, beziehungsweise der direkt oberhalb der Schiffsplanken liegt, leicht oberhalb des Kiels, und da sammelt sich dann eben das eingedrungene Leckwasser oder Kondenswasser, Schiffswasser, widerlicher Schmier einfach. So ein bisschen Filter, würdest du sagen. Also du guckst dir, wie gesagt, diesen kleinen Lagerraum an, und dahinter, hinter diesem Lagerraum, würde sich dann diese geschlossene Bilge finden. Ab und zu gibt es dann auch ein paar Schiffskapitäne, die dann diese Planken rausnehmen, damit dann irgendwelche Leichtmatrosen oder irgendwelche Schiffsjungen da sauber machen können. Das ist natürlich immer die Höchststrafe, aber aktuell ist die ganze verschlossen. Noch einmal eine weitere Sinnschärfeprobe bitte von euch beiden. Ja. Jetzt sind wir gut dabei. Das Schiff liegt nicht richtig im Wasser. Es ist nach vorne abgesenkt. Ihr steht also aktuell tiefer, als ihr eigentlich sein solltet. Voltax. Die sind nicht gerade, oder? Nein. Zieht irgendwas am Schiff? Und wenn, dann ist es wohl da vorne drin. Gut, pass hier auf, ich hol kurz die anderen. Und jetzt schnell zurück. Während der Wache hört auch die beiden Matrosen fragen, dann geschaut, ob sie was gefunden haben. Nee, die zucken auch noch mit der Schulter, haben ihre beiden kleinen Beile oder sowas in der Hand. Wirklich Säbel haben sie nicht, sondern Beile sind auf dem Schiff einfach wesentlich sinnvoller. Zucken wir mit den Schultern. Nix gesehen, Habibi. Gut, dann macht euch wieder nach oben. Wir kümmern uns hier dran. Dann wirke ich die anderen jeweils mit einem kurzen Schulterstoß auf. Also was ich stoße ihre Schulter an, ich stoße sie nicht mit der Schulter. Was ist denn nur schon wieder los? Wir liegen quer im Wasser.
mich verarschen. Wer? Was soll das heißen? Irgendetwas im Bug ist nicht richtig. Dann mach es richtig. Habt ihr schon vorne über Deck geschaut? Vielleicht sowas wie Seepocken, Bohrmuscheln. Und Schuhschuh? Müssen wir etwas umbringen? Oder vielleicht nicht? Imperian steht und kommt jetzt. Euer Schaßen kommt jetzt. Ja. Gib mir eine Minute, damit ich eben meinen Kettenheimplatz ziehen kann. Raus aus der Hängematte, rein in die Hängematte, raus aus der Hängematte. So kann ich nicht schlafen. Ja, aber mir reicht mir doch mal mein Helm. Bitte liegt er irgendwo da vorne bei dir. Ich schmeiß dir das Ding ins Gesicht. Da! Ihr tut gerade so, als wäre das erste Mal, dass wir auf der Blutigen See unterwegs sind. Kommt jetzt, Voltax macht sich schon Sorgen, bestimmt. Das ist mein erstes Mal. Und ich mag es nicht. Ja. Wo ist denn jetzt dieses... Hier ist ein Witz versteckt, aber ich bin zu faul, ihn zu machen. Ja, jetzt geh vor, ich hab meinen Helm auf und ich hab echt keinen Bock mehr. Ja, und dann geht's. Ja, geht's das Leben mal. Das Leben in einer Dämonenarche war natürlich von einigem Luxus, ne? Hätte man nur eine Dämonenarche. Oder eine Mannschaft, auf die man sich verlassen kann. Oder ein größeres Schiff. Ja, so werdet ihr nach und nach dann die anderen anziehen, wecken, aus der Hangematte raus und kann Rafim den Eisbären wieder oben reinsetzen. Ich peitsche dem auch nochmal zweimal auf den Kopf. Du kannst weiter schlafen. Du hast schon deine Teams getan. Wollt ihr vorne über Deck gucken oder wollt ihr die Bilge aufmachen? Ich würde jetzt mit allen, die mitkommen, zu Boltags vorne an die Bilge gehen. Ja. Ich weiß nicht, ob sich da jemand absetzt. Nö, wird dann bleiben. Ja, bleibt so. Boltags, hast du gesehen? Hier war nix. Nee. Dann? Ich würde da mal reingucken. Das ist, bin nicht geheuer. Da ist bestimmt irgendwas. Du mal einen Schritt zurück. Du bist jetzt nicht unbedingt. Ich klopfe ihm kurz vor die Brust. Ja. Hart angezogen. Dann gehe ich an die Probleme. Ja, aber ich will sehen, was da drin ist. Du kannst es dir angucken, nachdem wir es umgebracht haben. Und dann wird die Bildschirm aufgemacht. Aber mir Boltax Isarun, ihr blutet aus der Nase. Was ist denn da? Was ist denn hier? Irgendwas ist da, das ist gar nicht gut. Jeder von euch verliert 1W6 ASP. Aber mir, das ist nicht der Moment zu meditieren. Aber mir, während Jalan mit einer kleinen Axt oder mit einem Brecheisen oder irgendwas gerade die ersten paar Hölzer weghebelt, kannst du ein schmieriges Schwarz, eine Dunkelheit erkennen, die sich dort hinten verfangen hat. Es ist einfach nur eine Substanz. Ein schwarzes, schweres Wachs. Du blickst dich fragend um und siehst in die blutenden Gesichter deiner Magier. Irgendwas ist im Astralraum. Was habt ihr mit Astralraum? Warum blutet ihr alle? Weil da was im Astralraum ist. Das ist gar nicht gut. Was bedeutet das? Da ist was Magisches. Dankeschön. Da ist was Magisch. Verscheucht es. Also können wir es töten? Ihr nicht. Jalan, du drehst dich wieder um und spürst wohl eher so eine Art Husten. Einige schwarze kleine Partikel, die dir entgegenfliegen, spritzen, sich in deinem Gesicht niederlassen. Wisch mir mal eher reflexartig übers Gesicht. Habt ihr es gesehen? Ein öliges, schwarzes Schmier in Jalans Gesicht. Sporen, die in seinem Gesicht wurzeln. Wenn ihr jetzt einen Schutz gegen Dämonen hättet, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Da stimme ich zu. Ich würde dann einfach ein Guardianum wieder hochziehen. Gegen Dämonen. Stoche mal, oder mit was auch immer ich gerade in der Hand habe, in die Richtung, aus der dieser Staub kam. Da was? Ja, also du siehst eine schwarze, riesige Pfütze, die in der Bilge gerade klebt. Das ist nicht richtig. Schweres Wachs. Zieh das in einem Aktion hoch. Ob ich irgendwie das ein bisschen da vorne die Spitze meines Werkzeugs kriege? Ja, du merkst jetzt gerade, wie irgendwas von seinem Gesicht sich löst und reißt.
Du bekommst 3W6 Schadenspunkte. Oh, was haben die getan? Und wenn ihr, wenn du dich umdrehst, deine Hände vor dein blutendes Gesicht geschoben, merkst du, wie dir diese Sporen, die sie jetzt in deinem Gesicht gewurzelt haben, wohl die Hälfte deiner Haut abgerissen haben und jetzt gerade wieder verschwunden sind. Ebenso wie dieses schwarze, schwere Wachs, diese Flüssigkeit, diese Schmier aus der Bilge herausgedrückt worden ist mit aller Gewalt, die Iserun aufbieten konnte. Kleine Widerhaken, die sich da eingenistet haben. Bei den zwölf Göttern, Iserun, bringt eure Zauberei unter Kontrolle! Beruhigt euch mal, das ist ein Schutzzauber. Wenn, dann war irgendwas in eurer Haut schon vorher drin. Und ich weiß, was in meiner Haut ist. Aus einigen Metallsplittern ist da nichts. Sieht ja furchtbar aus. Kommt doch einmal her. Kommt ins Licht. Ach, verfluchte, dass niemand die Augen von diesem Ding lässt. Euer halbes Gesicht hat sich ja abgetrennt. Ist ja eklig. Wir sollten das behandeln. Sonst gibt das eine furchtbare Infektion. Das sieht aus wie Abelmir. Was soll das denn heißen? Haben wir doch Wundsalbe über? Natürlich habe ich welche. Danke auch. Was ist das denn? Dieses? Ja, ich würde das jetzt mal in Anschein nehmen. Dieses Ding. Also das Ding ist gemeinsam mit deinem Guardiano wieder rausgedrückt worden und verschwunden. Ne? Es ist jetzt aktuell, es ist nur noch eine schmierige Bilge, aber nicht mehr dämonisch pervertiert. Sondern einfach nur noch, ja, profan, widerlich. Kann ich denn irgendwelche Schäden am Holz entdecken oder sowas? Nee, kannst du nicht. Also es wird sich da... ist ja natürlich wieder jetzt sowas wie eine Seefahrtsprobe, ne? Das ist jetzt nicht der Dämonologie. Müsste dann Kiaras sich mal vielleicht angucken oder irgendjemand anders mit Ist auch, bewegt euch doch einmal nach vorne, nach hinten, zur Seite ein wenig, um... Euer Zauber scheint das ja wegzudrücken, dass es wirklich weg ist. Alles klar, also ihr meint, ich sollte mal die Bordwände ablaufen quasi. Ja, bitte. Gut. Ich folge ihr und guck mir dabei die Bordwände an. Ich begleite euch lieber auch. Ich lasse mich dirigieren, weil auf Schiffen kenne ich mich nicht gut aus, aber Kiaras dafür umso mehr. Dann machen wir das in Teamarbeit. Ja, also du kannst wohl bemerken, das Schiff wird sich auch wieder in eine normale Position bewegen, sodass dann vorne der Bug leicht aus dem Wasser wieder heraus sich schiebt. Diese Schwere, die das Schiff auch verlangsamt hat, ist verschwunden. Es ist nichts, was das Schiff beschädigt hat. Das kann Kiaras dann auch nach einer halbstündigen Visitation in Augenschein nehmen. Es ist verschwunden, was auch immer es war. Es hat einfach nur sich von unten an das Schiff angeheftet und ist mitgefahren, hat dann von der Astralenergie von Abelmir, Boltax und Iserun gezerrt und ist jetzt durch den Guardianum wieder weggedrückt. Ich führe inzwischen Jalan mal in die Unterdeck, wo vielleicht ein bisschen mehr Licht ist. Wir sind unter Deck. Und würde dann dort anfangen... mittels Isaruns hoffentlich gut ausgestattete Apotheke Jalans Gesicht mal wieder in eine vernünftige Form zu bringen und die Wunden zu reinigen mit Alkohol und ihn mit Bandagen abzudecken. Ja, hat denn Isarun noch Kräuter? In Gare gab's nicht mehr viel. Ja, also ich habe noch Wundpulver, ich habe Chonchinis Brandsalbe, okay, die ist jetzt vielleicht nicht so gut. Einblärentrank, Wirselkraut, Heilsalbe, kann er alles haben. Ich nenne die Wirselkrautsalbe. Kannst du Boltax ins Essen mischen. Hey! Krieg ich Ausschlag von. Ja, also kannst dann auf alle Fälle dann das Gesicht von Jalan einpudern und ihm dann auch Wirseltrank geben und so dann den Rest eurer Wache abschließen. Ich würde auch mich direkt wieder schlafen legen, wenn die da jetzt... Also ich würde gar nicht warten, bis das ganze Schiff wieder abgeht. Habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt einfach wieder schlafen. Ich gehe mir auf den Sack. Ja. Gut. Dann vergeht weiterhin die Zeit. Ihr habt euch dann um die Verletzten gekümmert, um den Verletzten gekümmert. Iserun kann, wie gesagt, nach der Visitation gemeinsam dann mit Kiaras auch wieder ins Bett gehen. Ja, die Wache könnt ihr ohne weitere Vorkommnisse dann zumindest abschließen. Und eine wohlverdiente Nacht... neigt sich dem Ende. Ich würde ja so eine Prise Bandstraub in die Bild streuen, aber ich hab nichts mehr. Ja, kannst du ein bisschen Salz reinstreuen. Das hat beim letzten Mal zumindest geholfen. Ich habe auch nicht mehr so viel Salz. Da sind die Wände aufgerissen. Das Zeug ist teuer. Gut.
Damit beginnt die nächste Wacht. Es würde dann so langsam der Tag dräuen. Ihr seid immer noch auf der blutigen See, Zorgern ist immer noch weit entfernt und was ihr dort dann erlebt, wie die Bordmesse weitergeht, das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an.